wir freuen uns sehr, dass diese CD nach doch längerer Arbeit daran zu einem so schönen Abschluss gekommen ist und freuen uns vor allem auch sehr, dass wir so namhafte Künstler wie eben Isabel Karian und Peter Simonischek, den ich leider entschuldigen muss, da er Probenarbeit für eine Ariadne-Lesung auch jetzt gerade hat. Er hatte ja vorgestern Premiere mit dem Prinz von Homburg im Landestheater. Er lässt sich also entschuldigen und bittet um Verständnis, dass er heute hier nicht teilnehmen kann. Ich möchte ganz kurz nur auf ein paar Jubiläen hinweisen, weil es gerade so gut passt in unserer Produktion. Wir haben es zwar nicht bewusst darauf angelegt, diese im Jahr 2012 herauszubringen, aber wenn Sie die CD kurz umdrehen und hinten nachsehen, welche Künstler, welche Komponisten hier vertreten sind, dann sehen wir an allererster Stelle oder an zweiter Stelle, um genau zu sein, in der Reihenfolge, Emanuel Schikaneder ist ja 1812 gestorben. Das heißt, es jährt sich heuer zum 200. Mal sein Todesjahr. Was vielleicht auch ein Grund sein könnte, warum die Salzburger Festspiele den zweiten Teil der Zauberflöte, sozusagen die Produktion Labyrinth, im Residenzhof auf den Spielplan gesetzt haben. Weiters gibt es bei Ignaz Franz Castelli, einem der darauf vertretenen Literaten, ein 150-jähriges Todesjubiläum zu feiern. Und bei einem der Komponisten, nämlich Muzio Clementi, haben wir gleich zwei Jubiläen. Der ist nämlich 1752 geboren und 1832 im Alter von 80 Jahren gestorben. Das heißt, wir haben einerseits das 180-jährige Todesjubiläum und auch das 260-jährige Geburtsjubiläum. Und last but not least, Dreiser Records, die Plattenfirma, die den Vertrieb für unser Produkt übernommen hat, über die Vertriebswege, die auch Naxos beispielsweise nützt und sich auch darum kümmert, das Ganze natürlich auch am Internet in downloadbarer Form verfügbar zu machen, auf iTunes, über Amazon.de kaufbar. Die feiern heuer ihr 60-jähriges Jubiläum, also durch eine der alten, älteren, renommierten Plattenfirmen österreichischer Herkunft. Ja, vielleicht dazu nur ganz kurz eine Anmerkung. Wir befinden uns heute in einer Phase, in der gemäß den statistischen Daten der IFPI, also International Federation of the Phonographic Industry, ein Drittel aller Verkäufe oder ein Drittel des Umsatzes via Download gemacht wird. Zwei Drittel immerhin noch oder mehr als zwei Drittel in Form physikalischer Tonträger. Und wir halten das gerade für den Bereich der klassischen Musik nach wie vor für ein ganz wichtiges Format, denn ich glaube, dass das Konsumverhalten der Zielgruppe für klassische Musik doch noch sehr stark an den physikalischen Medien orientiert ist. Demgegenüber steht eine offene Erklärung der Plattenindustrie, dass innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre die CD als physikalischen Tonträger ausfaden wollen. Das führt zumindest zu Erstaunen, wenn nicht zu Verstörung, wenn man bedenkt, dass eben, wie gesagt, gut 2 Drittel der heutzutage erzielten Umsätze gerade mit dem Verkauf dieser physikalischen Tonträger erzielt werden. Und ob das nicht als Schuss nach hinten losgehen wird, werden wir wahrscheinlich sehen. Ich glaube nicht, dass die Hauptzielgruppe ihre Nachmittage gerne am Computer verbringt, sich das Material zuerst runterlädt, dann eventuell selbst auf CD brennt, noch ein Booklet ausdruckt, das dann zuschneidet, in die CD-Hülle hineinschiebt. Und zusätzlich noch, wenn Sie doch bevorzugen, das Material nur auf der Festplatte zu speichern, auch noch Ihr eigener Systemadministrator werden, der dann dafür verantwortlich ist, dass nach dem nächsten Festplattencrash vielleicht Sie noch eine Backup-Disk haben. Weil sonst ist das Material nämlich weg, was Sie gekauft haben. Also ich persönlich erachte das als großes Disservice am Kunden und glaube ich, geht auch wirklich an den Interessen der eigentlichen Käufer vorbei. Also viele Platten kaufen. So ist es, ja. Kaufen Sie, wir haben ihn noch physikalisch. Jetzt, dass man noch kann. So, damit bin ich schon am Ende angekommen, denn es soll natürlich hauptsächlich die Künstler und dann natürlich auch Herr Professor Müller, Professor Emeritus der Universität Salzburg, Fachbereich Germanistik zu Wort kommen, der uns dankenswerterweise einen wunderbaren Aufsatz Musik- und Literaturhistorisch zu unserer CD geschrieben hat für das Booklet. Er wird sicher noch einiges Erwähnenswertes, Interessantes uns zu Gehör bringen. Damit möchte ich weitergeben an die Pianistin Francesca Cardone, die über die Motivation dieses Produkt zu machen, sie ist ja die künstlerische Gedankengeberin, die das Konzept geboren hat. Bitte. Danke, vielen Dank. Schönen guten Morgen Ihnen alle. Also ich bin hier ja als klassische Pianistin, aber natürlich auch als Ideengeberin eigentlich des Konzepts hinter dieser CD. Die vorliegende CD stellt die Vorsetzung eines Konzepts dar,
welches schon in früheren Produktionen, also von meinen CD-Produktionen, zu finden ist. Und zwar die Interdisziplinarität zwischen Kunstformen. Wenn man an die Kunst als universales Konzept denkt, da steckt natürlich ein großes Potenzial. Und meistens die Kunst findet ihre Wege, um sich auszudrücken durch die verschiedenen Kunstformen. Und üblicherweise hat man eher mehr eine von diesen, ja, zur Verfügung. Aber wenn man denkt, was eventuell rein Potenzial genau gibt, wenn diese Kunstformen gelegentlich auch miteinander zusammen sich setzen und zusammenarbeiten, dann ist das Resultat extrem, meiner Meinung nach, extrem interessant und kann natürlich ganz tolle Ausdrücke auch erwecken, ja, in den Hörern. Mein Interesse auch für die Interdisziplinarität der Kunst vielleicht würde auch erhöht durch meine jetzt länger als 10 Jahre Zusammenarbeit mit dem italienischen Kulturinstitut der Stadt, die Società Dante Alighieri. Und ich habe im Laufe der Jahre an mehreren Veranstaltungen teilgenommen, als Pianistin, aber nicht nur. Ich habe oft auch geholfen mit der Organisation und deswegen ich konnte schon näher kommen zu verschiedenen Kunstformen, wie gesagt. Ne? Und dadurch vielleicht hat sich mein Interesse erhöht. Dazu kommt auch vielleicht ein persönlicher Gedanke, und zwar, ich wollte ein Hommage auch tun zu zwei Ländern, die für mich sehr wichtig sind, und zwar Österreich und Italien. Ich bin gebürtige Italienerin und deswegen natürlich gibt es eine große emotionelle enge Beziehung zu diesem Land. Aber ich wohne in Österreich seit 13 Jahren. Ich wohne, arbeite, habe Familie hier und deswegen bin zu beiden Ländern eigentlich sehr, sehr nahe, fühle ich mich nahe. Und was ich heute bin als Frau und natürlich als Künstlerin, ist sehr von dem Beeinfluss von diesen zwei Ländern, also kulturell mäßig vor allem natürlich. Ein bisschen konkreter gesagt, in der CD finden Sie einen Ablauf zwischen Literatur und Musik des 18. Jahrhunderts, meistens des 18. Jahrhunderts. Von der italienischen Seite finden wir, wir beginnen von Domenico Scarlatti, das ist noch Ende des 17. Jahrhunderts, durch Cimarosa bis Clementi, das ist schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Also es ist eigentlich schon ein ziemlich breiter Zeitraum. Auf der österreichischen Seite haben wir Wolfgang Amadeus Mozart, aber nicht die übliche, also nicht das Repertoire, das man normalerweise hört. Aber das sind Stücke von Mozart, die alle zu vorexistierenden Arien von italienischen Opern, ja, geschrieben wurden. Also er hat natürlich manche Themen von diesen Arien genommen und bearbeitet und in Form von Variationen, ja, wieder geschrieben. Wir reden über Opern aus, also von Paisiello, Salieri und Sarti. Hm? Was betrifft eigentlich, also man kennt natürlich die Beziehung Mozart mit Astasio, das ist bekannt, aber der salzburgerische Komponist hat sich sehr oft von der italienischen Kunst und eher von der italienischen Musik beeinflussen lassen. Also es gab eine enge Beziehung, er ist oft auch nach Italien gereist. Also wegen des literarischen Teils wird natürlich Professor Müller etwas genauer sagen. Also er hat eine ganz tolle, tiefe Forschung, Quellenforschung gemacht. Persönlich finde ich diese Texte, diese literarischen Texte sehr unterhaltsam. Sie tragen alle einen relativ leichten Stil. Viele sprechen wegen Liebe. Und viele fast alle haben ein bisschen einen ironischen, sarkastischen
Sinn. Und in dem Sinn finde ich, dass es sehr gut zu Mozart geistige Art sehr gut passen. Weil man weiß, der Mozart hat einen kindlichen Aspekt in sich getragen. Er war oft selbst ironisch. Durch seine musikalische Stücke hat er Kritik in Richtung Gesellschaft äußern können. Und diese Art findet man auch in dem literarischen Teil, finde ich. Zum Abschluss möchte ich mich herzlich noch einmal bei Isabel Karajan bedanken, dass sie so freundlich und spontan einfach akzeptiert hat, zu kommen. Einfach so durch deine Zusammenarbeit und der von Peter Simonischek natürlich hat diese CD-Produktion eine immense Bereicherung bekommen. Also noch einmal herzlichen Dank. Nur kurz, es ist jetzt nicht von akzeptieren kann, aber nicht wirklich, wie Rina sagt. Erstens hat es mir sehr Spaß gemacht und das hat sehr entstanden durch die Arbeit mit Edwin bei Soldat zu Ostern, während dem letzten Osterfestspiel. Und dann hat er mir darüber gesprochen und habe ich gesagt, ja, warum nicht? Dann habe ich Francesca kennengelernt und da mich ja auch sehr, oder vor allem eigentlich immer mehr interessiert, Kunstformen zu vermischen, und zwar Literatur und Musik, weil ich kann weder Klavier spielen noch singen, aber ich liebe Musik, also muss ich das irgendwie zusammenkriegen. Und in letzter Zeit habe ich auch hauptsächlich diese Sachen also provoziert oder auch gefördert. Soldat im letzten Ostern, und dann kam jetzt leider Gottes muss ich auch bald wieder weg, weil ich nach Japan fahre und dort Honegger Johanna mache. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht und es gibt sicher noch mehr. Fein, ja, wenn sonst sozusagen die Zeit ist ohnehin schon ein bisschen fortgeschritten und ich glaube, der Herr Müller hat auch einiges noch uns an Interessanten zu sagen, dann würde ich einfach mal überleiten und kann ja dann später gerne noch zu den Künstlerinnen zurückkommen. Bitte, Herr Müller. Also das mit dem Spaß gilt auch für mich. Also ich kenne keine vergleichbare CD mit einer so originellen Konzeption, muss ich wirklich sagen. Da wird ja ein Komponist, nämlich Mozart, dargestellt in seinem musikalischen Netzwerk und in seinem literarisch-intellektuellen Netzwerk. Und diese Kombination von Text und Musik finde ich eine ganz tolle Idee. Weil Sie darauf hinwiesen, auf die Wichtigkeit der Beziehungen zwischen dem Habsburgerreich und Italien, wobei ja ein Teil Italiens zum Habsburgerreich gehörte damals. Wien war ja, was uns vielleicht nicht mehr so ganz klar ist, eines der Zentren der italienischen Oper überhaupt. Wien oder St. Petersburg war genauso wichtig wie Neapel oder Mailand für die italienische Oper. Und die Idee, sozusagen Stücke oder Arien von Kollegen, die Mozart mit einer Ausnahme alle nachweislich persönlich gekannt hat, nun zu verwenden und diese kleinen, harmlos klingenden Variationen, aber nur scheinbar harmlosen Variationen herauszusuchen, war eine ganz tolle Idee. Wirklich originell ist die Verbindung mit den Gedichten. Wie die Frau Cardone sagte, klingen die alle so harmlos. Zum Beispiel. Habe ich keine Brille mit. Ja. Na gut. Nein. Warum entzückt ein Kuss dich von Chlorinden? Der Kuss von deinem Weibe nicht. Warum? Des Mädchens Kuss ist Sünde, der Kuss von deinem Weibe Pflicht? Antwort bitte! Nee, das klingt so harmlos, so tändeln, so rokokohaft. Naja. Ja. Man muss aber wissen, dieser Autor Josef von Sonnenfels war ein ganz bedeutender Politiker zur Zeit von Josef II., der hat höchstpersönlich dafür gesorgt,
dass die Folter abgeschafft wird. Er war maßgeblich beteiligt an der Abschaffung der Todesstrafe, war hochaktiv bei den Freimaurern und bei den zum Teil ja sehr revolutionären Illuminaten. Und das weist darauf hin, dass diese zum Teil oberflächlich so harmlos klingenden Gedichte ziemliche Untiefen haben, wenn man genau hinschaut. Genauso wie ja auch Mozart. Figaros Hochzeit ist ja im Grunde ein revolutionäres Stück und man wundert sich ja heute noch, dass Kaiser Franz Josef das gestattet hat, dieses wirklich aufmüpfige Stück in seinem Theater auf die Bühne zu bringen. Und das finde ich eben so ausgesprochen toll an der Konzeption und habe auch versucht, das in meinem Text ein bisschen darzulegen. Und wenn Sie sich für diese Verbindung von oder für diesen Gegensatz von Oberfläche und Untief interessieren, möchte ich Sie auf ein sehr vernachlässigtes, aber ganz relativ neues Buch verweisen von Helmut Perl, ein vor kurzem verstorbener Musikwissenschaftler, Der Fall Mozart, Aussagen über ein missverstandenes Genie. Es war eben nicht so das harmlose Wolferl und auch nicht der ständig kichernde Amadeus, wie man ihn auch bekommen hat, sondern es war jemand, der sich sehr gut in der Politik und Geistesgeschichte der Zeit damals auskannte. Und es kommt, wenn man die CD sehr genau anhört, kommt es sehr schön raus. Und ich finde, ich kann Ihnen wirklich nur ein Kompliment machen. Es war eine ganz tolle Idee und auch die Auswahl der Texte ist erstklassig. Nein, die stammt nicht von mir oder kaum von mir. Ja, Herr Müller hat allerdings namhaft natürlich dazu beigetragen, uns Frau Cardone vor allem Material vorzulegen und dadurch hat er natürlich schon auch ein bisschen so seinen künstlerischen Niederschlag gefunden in der CD, wenn ich das so salopp sagen darf. Da momentan so ein bisschen die Sache stockt, frage ich einfach in die Runde, ob es Fragen an die Künstler oder auch Herrn Müller gibt. Ansonsten freue ich mich natürlich als Organisator dieses Events, dass wir auf jeden Fall in der Zeit bleiben und ohne Stress noch zur Generalprobe gehen können. Das hat ja auch seinen Wert.